So, da bin ich wieder. Eine weitere Folge steht an. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was über Endo erfahren. Und jetzt schauen wir mal, ob wir weitere Informationen bekommen von anderen wichtigen Personen. Natalie und Roberta fehlen uns, glaube ich, noch. Jetzt mal hier hin. Ach, das sind die beiden gewesen. Haben wir, glaube ich, alles einmal gesehen. Und die beiden sind ja, glaube ich, Richtung Ausgang gegangen. Genau. Da sind sie. Ja, dann werden wir das da auch mal tun. Es gibt ja noch einen anderen Bereich, den wir erkunden können. Nicht die Medizin, wir sind jetzt schon bei 50%. Es sieht aus, als hätte jemand versucht, alle AR-Crew-Mitglieder-Aufzeichnungen der Station zu löschen. Aber einige sind erhalten geblieben. Das System zeigt an, dass auf die noch verbleibenden zur Zeit des Löschvorgangs zugegriffen wurde. Ich finde es ganz cool, wie sie es gemacht haben mit diesem Gerät hier. Wo dann halt ganz klar, ja, das halt quasi als weiterführendes Objekt für die Geschichte gilt. Man kann zwar überall irgendwo hingehen, aber das Ding, oder kann man vielleicht auch gar nicht, aber das Ding hier dient quasi als Checkpunkt, wo man dann die nächsten Geschichten erleben kann. Das finde ich ganz cool, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt, und zwar ist es zwar ein bisschen linearer dadurch, aber eine coole Idee. Jetzt geht's hier weiter. Vor 2 Tagen war das. Okay, Sarah. We'll see you over in Mech. Soon as everything's wrapped up here. All right. Good speed. Once more into the breach. What? I don't know. I'm just thinking about how Evie and Clive are already in deep freeze. Did you read the message they sent? Yeah. Why are we going into the supply closet? I got to talk to them a little bit right before Sarah took them down to cryo, and Evie was being so encouraging. They're putting all their faith in us, but... But what? Right before they turned to go, just for a second, they look so worried. Oh, baby. The clock is ticking, and I just keep thinking, what if the last time they saw each other is the last time they'll ever see each other? Don't think about that. How can I? How can you not think about it? So, you know the concept of partitioning from early century computing? Yeah, I think so. So, you have a data drive. Maybe one partition was your operating system, and the other one was, like, general data storage. And maybe you'd partition part of the drive off to contain something that might be unstable that you otherwise kind of, you know, wanted not to interfere with anything else. There are certain things that are gonna help us get this done, but some things, they need to be partitioned off. Because thinking about them isn't gonna help us. But you're thinking about us, at least, aren't you? Yeah. And when I do let myself start thinking about how there's a possibility this is the last of our time together too, Matt? Then I start thinking we should really make the most of it. Oh, gut, dass da die Aufnahme gestoppt hat. Okay, die zwei sind offensichtlich zusammen und ein Liebespaar. So, ich glaube, ich mache mal hier ganz kurz einen Cut. Für euch ist das wahrscheinlich eine Mikrosekunde. Für mich ist es ein bisschen was länger. Ich muss nämlich noch kurz was erledigen. Gleich geht's weiter. So, weiter geht's. War eine kleine Pause. Für euch geht's direkt weiter.
Ja, für die beiden hier haben ein bisschen Spaß, Natalie und Roberta. Können Sie noch mal ganz kurz. Ethan us, but bring all their f- out. Zurückspulen. Hier gibt es ein paar Informationen zu Natalie. Nachricht mit Udin. Sind zusätzlich verfügbare Daten für den Piloten nicht wünschenswert? Yay, aber die rohen NAV-Daten sind für den Einsatz mit der Zenith-KI formatiert nicht. Bert muss in der Lage sein, in Echtzeit auf diesen Krempel zuzugreifen, während sie an die Steuerung sitzt, da Navigationscode die Daten selbst interpretiert und dem Piloten seine Empfehlungen für die optimale manuelle Eingabe anzeigt. Den rohen Datencode zwecks Querverweis, wenn nötig, anzeigen, ja. Ich verstehe, ich werde Revision 2212 der Steuersoftware für manuelle Drohnennavigation vorbereiten und... Okay... Aufnahmezustand im Kraft, kryogene Einrichtung aktiv, Kryokapseln besetzt 2 von 6, Sauerstoffvorrat ca. 50 Stunden. Nein, schon gut, mach dir keine Sorgen. Aber ich wollte dir nur sagen, dass du für mich eine wirklich gute Stationsadmin bist. Und egal wie ich mich verhalten habe, möchte ich, dass du weißt, nicht enttäuscht werde. Das ist lieb von dir, Ned. Ich weiß es zu schätzen. Ich muss jetzt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ah je. Na dann. Also hier ist nichts mehr. Außer dass die beiden sich hier gleich vergnügen. Gesichertes medizinisches Lager. Zugangsberechtigung nur durch Arzt. Verriegelungsvorrichtung aktiviert. Brauchen da also einen Schlüssel möglicherweise? Und die Allergiekapseln, Paraparol, wirksame Schmerzmittel. Da hat jemand aber ganz schön viel von den Schmerzmitteln genommen. Venturis Erinnerung für gesunde Auftragnehmer. Haben Sie schon einen Termin für Ihre vierteljährliche medizinische Bioscan gemacht? Ihre Gesundheit kann nicht warten. Es wird ein Minimum von 3 Stunden Leibesübungen pro Woche empfohlen. Ihre Stärke ist unsere Stärke. Es wird ein Minimum von 3 Stunden Leibesübungen pro Woche empfohlen. Ihre Stärke ist unsere Stärke. Durch Einhaltung der Unternehmungsrichtlinien für Fitness- und Ernährungsziele sichern Sie sich große Treuepunkte-Bonusse. Lassen Sie sich diese nicht entgehen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Venturis Auftragnehmer-Treue-Kontaktperson. Gut. Dann können wir jetzt das Gespräch nochmal mit Sarah machen. Okay, Sarah. We'll see you over in Mech. As soon as everything's wrapped up here. Alright. Good speed.
once more in time. Did I do the right thing? In what regard? Does Nat deserve to know what her odds are if she ends up going into cryo? I believe that you have made a decision with both Roberta and Natalie's best interests at heart. Above all, do no harm. If we do make it out of this thing, Nat's going to have to find out I didn't tell her everything at some point. I believe that is a bridge to be crossed at a later date. Andrew is here for his exam. Oh. Send him in. So you showed up for your exam? I did. So does that mean you've decided to... What's gonna happen to us, Sarah? What? Well, Bert and Nat are going to fix up the drone with life support, and then we're... No. I mean... What if things don't work out? And we're still stuck in cryo? Oh. Well, when you go into stabilizing sleep, it feels just like any other sleep, really. The body effectively goes into a controlled hypothermic coma. Do you dream? Sometimes. Sometimes very intense dreams. And then what? After a certain amount of time, your body slows down too much. Things start shutting down. It doesn't hurt. Things start shutting down. You just don't wake back up. It doesn't hurt. No. Do you think Bert and Nat can get it done? I do. Then I'll just have to trust your professional opinion and do my part. It's been good working with you, Doc. I'm ready for my exam. Moment mal, jetzt muss ich mal selber kurz gucken. Haben die etwa gehört, was auf der anderen Seite passiert ist? Ja klar, das ist halt die Tür auf der anderen Seite. Dass die gerade nochmal miteinander Liebeleien machen. Praxisöffnungszeiten 10 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag der Arzt ist außer Haus. Das Ganze nochmal zurückspulen, weil wir ja auch mit Andrew möchten. So, was haben wir denn hier? Takumas Verbleibende. Für alle, die noch wach sind auf der Tacoma-Station. Ich habe, Moment. Ich habe allen Crew-Desktops an Tracking-Widgets hinzugefügt. Es zeigt eine ziemlich genaue Einschätzung, wie viel Luft uns auf der Station noch bleibt. Nach der Eigenblüte und Evies, Clives und bald auch meinen Eintritt in die Kyostase sollte dieser Zähler euch einen ziemlich guten, behaltet ihn im Auge und... Oh je, also die gehen schon mal in die Kyostase. Das hier oben ist diese Anzeige. Werte Damen, eure Scans sehen gut aus, ihr seid bereit für die Kyostase. Wenn Gott behüte, in die Kapseln füge dieselben Standardanweisungen bei, die ich Ivo und Clive gesendet habe. Ein typisches Handbuch für medizinische Auftragnehmer. Im Falle eines medizinischen Notfalls werden chirurgische oder andere erforderliche medizinische Einrichtungen vorübergehend kryogene Ruhestellung, bis sie zwecks Behandlung transportiert werden können. Hier ein schneller Blick auf Vorbereitung. Das medizinische Personal wird sie scannen und ein entsprechendes Arzneiregime von Flüssigkeiten ermitteln, welches ihnen über eine intravenöse verabreichte Dosis Diuretika und Abführmittel zugeführt wird, um ihren Körper Zeit zu lassen, darauf zu reagieren. Bevor das medizinische Personal wird sie in der Kryostase-Vorrichtung geleiten. Wenn sich die kryogene Einrichtung vor Ort im Mikrogravitationsbereich befinden, hat das medizinische Personal eine spezielle Ausbildung zu ver... Okay. Gut.
Dann müssen wir nur noch mit schauen, wo Andrew herkommt. Da kommt Andrew. Kann man das auch gleich mal noch lesen? An Nicholas Dagieb Figueroa und Mark Figueroa. Lieber Mark, lieber Nicholas. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber Unfall auf der Station. Und wenn ihr das hier lest, haben wir leider nicht überlebt. Es tut mir leid, Nicholas. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein werde, um zu sehen, wie du zu dem tollen Mann heranwächst, den ich schon jetzt in dir sehen kann. Mark, es tut mir leid, dass ich nicht da sein werde, um deine Hand zu halten, während wir zusammen alt werden, aber vergesst mich nicht. Ich denke und denkt immer daran, dass ich euch immer geliebt habe, als es tut mir leid. Odin, ich schaff das jetzt einfach nicht. Ich werde es später beenden. Stopp das Diktat. Die Drohne war nie dafür vorgesehen, Menschenleben zu erhalten. Sie bietet kein Luftversorgungssystem, keinerlei Bordsteuerung, unzureichende Strahlenabschirmung für menschliche Passagiere. Und ich muss mir was einfallen lassen, wie wir auf Tacoma an all diese Sachen kommen, ohne dass die Station dabei Schaden nimmt. Und ich hoffe, dass ich die Drohne so umrüsten kann, dass sie lange genug Menschenleben erhält, bis ich uns sechs manuell von Tacoma zum Mond gelotst habe. Also, ich muss jetzt echt weitermachen. Tut mir leid. Danke für die paar extra Stunden Sauerstoff mit dem Eigenzeug, Andrew. Bereiten wir uns auf Kryo vor. Liebe Crew, ich wünschte, ich müsste euch diese Nachricht nicht schreiben. Clive und ich nicht, warum ich diese Woche Worte nicht unterschreiben möchte. Es ist vor allem deshalb, weil ich an diese Crew glaube und wünschte, ich könnte dabei sein, um zu sehen, dass es euch gelungen ist. Wir haben die richtigen Leute, um unseren Plan zu verwirklichen. Wir werden wieder frische Luft atmen. Wir werden unsere Familien wiedersehen. Wir werden die Schwerkraft der Erde wieder spüren. Gemeinsam. Einstweilen tun Clive und ich unseren Teil und gegen in Kryostase. Auch Andrew wird uns bald folgen. Sarah, Bart und Nat, wir ziehen auf euch. Könnten nicht in besseren Händen sein. Von Herzen alles Liebe und Danke. Evie St. James und Clive Siddiqui. Einige Informationen, die du gebeten hast. Antworten auf ihre häufig gestellten Fragen. Während Venturis bemüht ist, die Sicherheit eines jeden seiner Auftragnehmer zu gewährleisten, passieren gelegentlich Unfälle, in dem Fall, dass ein Auftragnehmer stirbt. Transport des Leichnams und Vorkehrungen für die Bestattung werden von Venturis... Okay. Übernommen. Treuepunkte und jede zusätzliche Venturis-Unfallabsicherung, die der Auftragnehmer abgeschlossen hat, werden sofort an den vom Auftragnehmer benannten Begünstigten übertragen. Die Gesamttreuepunkte wachsen weiter. Vertragsbedingungen. Passen Sie auf sich da oben und es ist die Aufgabe eines jeden, für die Sicherheit aller Auftragnehmer und Mitarbeiter zu sorgen. Er hat sich also darüber informiert, was mit seinen ganzen Besitztümern und generell mit seiner Situation im Zusammenhang mit Venturis passiert, wenn ihr stirbt. Klar, das ist halt auch ein Thema, wenn du in so einer Situation bist, wo du darüber nachdenken musst. Bitte geben Sie sich zur ärztlichen Untersuchung zum Untersuchungsraum. Ist Venturis happy? Geht's Venturis gut? Behandelnder Arzt Dr. Matt Sarah Hasmadi. Odin, is Sarah ready for me? I will tell her that you are here. Okay, mehr ist das nicht. Gut, dann sind wir hier fertig, glaube ich. Oh, stimmt. Sarahs, Wink mal.
Können wir nochmal gucken, habe ich da was übersehen? Hier könnte noch was sein, das habe ich ganz vergessen. Sanitäterbüro. Genau. Ich glaube aber, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zusehen, dann werden wir mehr über Sarah erfahren. Und ja, schauen wir mal, was wir bei der guten alles erfahren. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.